Ja, guten Morgen. Heute geht's dann auf den zweiten Teil meines Hexensteigs. Heute wird dann Ziel der Etappe Torfhaus sein. Die zweite Etappe ist eigentlich geprägt vom Harzer Wasserregal. Und das Harzer Wasserregal bedeutet eigentlich hier die unter anderem die Wasserversorgungsgräben, die hier den Teil des Harzes durchziehen. Und diese Wasserversorgungsgräben waren damals dazu gedacht, die Bergwerke und anderen Betriebe, sage ich jetzt mal, im Harz mit Wasser zu versorgen, um die sogenannten Künste anzutreiben. Der Bergmann spricht von Kunst, wenn es um ein angetriebenes Gerät geht, wie zum Beispiel eine Pumpe, die von einem Wasserrad angetrieben wird, oder bei einer Schachtanlage, wenn der Förderkorb von einem Wasserrad gehoben wird, da spricht man von Kunst. Ja, wie ihr an dem ganzen Orange hier euch schon denken könnt, ist dieses hier die Eisenquelle. Im Vergleich zur gestrigen Etappe ist diese hier tatsächlich viel schöner, aber das habe ich ja auch vorher schon gewusst. Ja, jetzt stehe ich hier an einem Umlenkbecken und zwar das Wasser, was hier den Berg runterkommt, ziemlich schnell den Berg runterkommt, wurde dann hier abgebremst. Im rechten Winkel ging es dann jetzt hier unten in dem unteren Graben langsamer weiter. Einfach, aber effektiv. Ja, wie ihr sehen könnt, fließt das Wasser hier wirklich ganz schön schnell runter. Your feet.
circa 3 Kilometer vor Torfhaus wird der Weg dann auch noch mal so ein bisschen abenteuerlicher.